Als ich mein Boot neu hatte, glaubte ich, es sei toll, ordentlich Lage zu schieben. Ich brauchte zwei Hände an der Pinne, um Kurs zu halten. So viel Druck war auf dem Ruder. Es dauerte eine Weile, bis ich merkte, dass mehr als die Rumpfgeschwindigkeit nicht geht und ich zu viel Druck in den Segeln und auf dem Ruder hatte. So lernte mich die Biedewind: weniger ist mehr. Ich hatte noch keinen Autopiloten und war darauf angewiesen, dass das Boot geradeaus fahren kann, ohne mein Eingreifen an der Pinne. Im Gegenteil, ein leichtes Fixieren mit einem losen Gummiexpander, damit bei einer seitlichen Welle das Boot nicht total aus dem Kurs gerät, musste genügen. Ziel ist es, das Boot mit einem oder zwei Fingern auf Kurs halten zu können. Mehr Druck sollte nicht auf dem Ruder liegen, wenn die Segel gut getrimmt und die Kräfte ausbalanciert sind. Zunächst muss natürlich die Segelfläche den Windverhältnissen angepasst, das heißt Groß- und Vorsegel entsprechend verkleinert sein. Sind die Segel richtig dimensioniert für die Windstärke, werden Fock- und Großsegel optimal für den Kurs am Wind eingestellt. Das Ruder fixiert und dann das Groß ein ganz wenig durch weiteres Öffnen vertrimmt. Klingt zunächst unlogisch, aber hierdurch entsteht ein stabiler Selbststeuerungsmechanismus. Das Vorsegel lässt das Boot durch den seitlich vor dem Mast wirkenden Kräfteanteil abfallen. Sobald dies geschieht, wird aber das Großsegel besser angeströmt, erzeugt ein entgegengesetzt wirkendes Drehmoment und lässt das Boot wieder anlufen. Nun aber gerät das Groß wieder aus seinem optimalen Anströmungswinkel heraus, der Gefock gewinnt wieder die Überhand und wirkt dem Anlufen durch Abfallen entgegen. Das Ganze geschieht fast nur virtuell und bildet einen automatischen Regelkreis. Das Boot pendelt unmerklich um den optimalen Sollkurs am Wind. Gerade bei einem Langkieler gelingt dieses Verfahren sehr stabil, selbst wenn der Wind leicht zunimmt, zum Beispiel in einer Böe. Klar wird diese Regelung im Fall einer Selbststeueranlage oder eines Autopiloten nicht benötigt. Aber als gute Übung für den richtigen Segeltrim will ich dieses Verfahren nicht missen. Und gerade schwachbrüstige Autopiloten danken eine gut getrimmte, ausbalancierte Segelstellung bei stärkerem Wind durch weniger Aufjaulen.